Okay, Leute, herzlich willkommen zu Part 2. Okay, komm, lauf rüber. Geht's noch langsamer? Was willst du? Ich hab mich verletzt. Ja. Kann ich die Kamera nicht bewegen? Okay. Okay. Ja. Wasser. Aber er da nicht. Ja, und Leute, ich will mich entschuldigen, weil ich die Woche also richtig keine Videos gemacht habe, weil ich hatte so viele Prüfungen, Tests und so. Ich hatte keine Zeit, aber... Oh Gott! Also das Wochenende spiele ich noch und die nächste Woche wird es auch sehr schwer sein, Videos zu machen. Weiter! Weiter! Selber schätzt. Renn, Lava! Oder war ich aus? Lösung. Der war knapp. Aha, man kann so Doppelsprung machen. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Nein, ist sie nicht. Warum schade? Nee, glaub mir, die Story ist schon spannend genug. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Der war knapp. Was ist jetzt? Ah, okay. Das ist so. Ja. Ich dachte, warum kann ich jetzt Viereck nicht drücken, weil eigentlich schaltet man sich mit Viereck so. Mit zwei Händen. Ah. Okay, hier sind Wölfe. Was ist das? Ah, was ne? Sehr schön gemacht. Ein Wasserfall mit wenig Wasser. Sieht verlassen aus. Ein Grill. Ja, grillen wir was. Water! Water! We have water! Water. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Sie zittert aber richtig. Ja, es ist total geregnet. Und sie ist in einem T-Shirt. Sie können Feuer machen, sie hat die Schmeißhäuser nicht drin. Ja, aber wie im Regen. Und, hey, und sie hat nichts dabei. Oh ja, okay, jetzt. Gras und so. Gras und so. Okay. Nur eine. Wenn das nicht klappt. Das wird eh klappen. Fire! We make the fire.
Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Okay, wohl wieder zurück. Umsetzen. Ich muss etwas zu essen finden. Angie! Und was tut jetzt los? Keine Ahnung. Oh Gott. Den Wind. Armer Kerl. Mit dem Bogen. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Oh, wo ist der Bogen? Ja. Yeah. Okay, aber wie? Da. Okay. Okay. Ich schaff das. Wow, gruselig. Scheiße, komm schon. Jetzt! Nee. Jetzt. Nein. Ah, fuck. Cooler Bogen. Provisorischer. Das Ding noch funktioniert. Bogen, oder? Stand Erinnere da. Dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das. Warte, aber ich habe keinen Bogen. Keine Pfeile. Ist Konzentration. Ja. Nehme ich dich? Dieser Hunger. Okay. Ich muss etwas zu essen finden. Essen. Essen. Okay, ich glaube, wir müssen ja da. Ja. Doch nicht. Achso, ich kann das aus. Okay.
Wo ist der? Ah! Nein! Mann, komm schon. Hab ich gehört. Ja, wie gehe ich runter? Gar nicht? Ja. Ah, Scheiße. Wo bist du? Ich kann dich so nicht treffen. Er ist zu weit weg. Unbeschleunigt. Ah, getroffen. Ah, komm schon. Scheiße. Ah, ja. Komm schon. Nein, er ist noch nicht tot. Aber du hast ihn doch getroffen. Ja. Yeah. Du hast aber zweimal. Da ist er. Scheiße, komm her. Achso, das ist der. Den ich getroffen. Ah. Da, tot. Nein. Nein! Nein! Alter, wie viele Male musst du? Wo bist du? Gibst du doch vor mir und ich treffe mich. Keine Bogen mehr? Oh, fuck. Und jetzt? Mit der Hand töten wir aus. Wir haben ja nichts dabei. Ich muss suchen. Da. Okay, wir haben nur noch drei. Muss ich ein bisschen langsam angehen? Wie hast du? 7 oder so. Naja, wohin? Headshot! Noch einer! Und noch einer! Da kann ich mehr gehen und ich habe keine Bogen mehr! Der ist schon tot eigentlich. Naja, komm schon! Komm schon, komm schon! Stoßen wir es nochmal! 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 Jetzt kann es gehen! Bitte, bevor es eilig. Wir haben keinen Bogen. Keine Pfeile. Ich verfolge es die ganze Zeit. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber 3 erreichen nicht für einen Reaus, Alter. Was denn, gehen wir zurück und suchen weiter. Da ist noch ein Reh und wieder keine Pfeile mehr. Ich glaube, da gibt es ja keine Pfeile mehr. Ist die Karte. Bist du ja? Komm schon! Fuck. Bodycheck. Oh. Hä, schon wieder. Oh mein Gott, Alter. Da ist der Weg. Bitte sag, hier sind ein paar Pfeile. Hier sind so viele Rehe. Da. Da. Ja. Und 8. 8. Wir haben 8. Und dann, jetzt suchen wir den Verletzten. Da. Ja. Na, Englisch. Ja. Entschuldige. Ich war mit dir. Ja, so richtig arm. Aber es geht um Essen. Jetzt muss ich dich wohl aufessen. Okay, zurück zum Lager. Wo ist das Lager? Lager? Ah, da. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Wo habe ich hier Sterne, bitte? Ja, da ist noch ein Pfeile.